ausgetan. Das abzulehnen, weil diese Hartz-IV-Gesetze, die zwingen einen noch unter dem Existenzminimum. Und zwar geht es darum, dass das Hartz-IV ist Existenzminimum und es wird dann nochmal gekürzt von den Ämtern. Ich sage, und warum haben Sie da auch nicht zugestimmt, den Linken? Ja. Der Wirtschaftsminister macht ja inzwischen Lobbypolitik für die FDP, war auch dabei. Und der Wolfgang Clement hat zusammen mit dem CDU-Ministerpräsidenten genau das, was wir wollen, diese Lohnuntergrenze durch die Zumutbarkeit. Deshalb sagen wir, so geht es nicht weiter. Wir brauchen zusätzliche Einnahmen. Autos in Deutschland gibt es nur, weil die steuerlich absetzbar sind, weil sie unter Dienstwagenprivileg fahren. In Maybach, jedes Auto des Maybach hat ein Dienstwagenprivileg. Und es gibt Autos, da steckt der Staat an Zuschüssen über 200.000 Verschämt eben das abzulehnen, weil diese Hartz-IV-Gesetze, die zwingen einen noch unter dem Existenzminimum. Und zwar geht es darum, dass das Hartz-IV ist Existenzminimum und es wird dann nochmal gekürzt von den Ämtern. Ich sage, und warum haben Sie da auch nicht zugestimmt, den Linken? Der Wirtschaftsminister macht ja inzwischen Lobbypolitik für die FDP, war auch dabei. Und der Wolfgang Clement hat zusammen mit dem CDU-Ministerpräsidenten genau das, was wir wollen, diese Lohnuntergrenze durch die Zumutbarkeit. Da fehlen sie mich, die Leute. Deshalb sagen wir, so geht es nicht weiter. Wir brauchen zusätzliche Einnahmen. Autos in Deutschland gibt es nur, weil die steuerlich absetzbar sind, weil sie unter Dienstwagenprivileg fahren. In Maybach, jedes Auto des Maybach hat ein Dienstwagenprivileg. Und es gibt Autos, da steckt der Staat an Zuschüssen über 200.000. Verschämt eben das abzulehnen, weil diese Hartz-IV-Gesetze, die zwingen einen noch
unter dem Existenzminimum. Und zwar geht es darum, dass das Hartz IV ist Existenzminimum und es wird dann nochmal gekürzt von den Ämtern. Ich bin doch mal.